willkommen bei Recap. Hier ist wieder euer Mann am Mikrofon, Recap. Und ich präsentiere euch das Beste aus den 70ern, den 80ern und natürlich die Conventions von gestern. Aber hey, was denn hier los? Cosplay und Made in Japan in einer Folge? Ich glaube, die wollen mir hier krass die Sendezeit rausstreichen. Na wartet, da werde ich dermaßen überziehen, dass euch die Ohren abfallen. Spaß ohne. In meinem Vertrag steht eindeutig eine Folge Recap pro Convention. Ich meine, wo kämen wir denn da hin, wenn jeder sagen würde, wo kämen wir hin und keiner ginge hin, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen? Bleibt nur die Frage, was war die bessere Con? Okay, let's bring it on. Made in Japan, Wiener Neustadt versus Cosplay Frankfurt. Jo, kommen wir gleich zum wichtigsten. Ladies Outfit auf der Maid trug er das streng geheime Scholar AF aus FF14. Der Edi Scholar ist noch nicht heraus. Während am Cosplay seht selbst. Immer wenn ich dieses Hemd trage, fragen sie mich beim Schnaps kaufen nach dem Ausweis. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Punkt Made in Japan. Extra Jamos. Fett weiter, Kategorie Besitztümer. Dem Cosplay gehört zwar das Tinos Forum für 2 Tage, aber der Maid gehört ein Klavier für immer. Offset. Punkt Made in Japan. Auch immer total important for us. Wo gab's das bessere Hotel? Well, am Cosplay war das schon mal recht chillig. Wisst ihr, was das Schöne an diesen kleinen Hotels ist? Die persönliche Betreuung. Wie zum Beispiel Frühstück am Bett. Während auf der Maid. Oh ja, warte, da gab's keins. Punkt Cosplay. Yo, für viele Besucher ein K.O.-Kriterium. Wer hat die bessere Fahrstuhlanimation? Der Cosplay zeigt hier viel Bezug zur Szene. Der Punkt geht nach Frankfurt. Let's move on to best action scene. Auf der Maid gibt's ein Facebook. So, wir mit dem Lief nicht fertig. Jetzt nuke schon.
hier fast den Menschheit überfahren. Total Extreme, Boom Costey. Next, Best Retro Technik. Costey ist hier eindeutig trying too hard. Wir haben die Mate. Ich meine, was könnte mehr Retro sein als ein EWX 12 von Soundcraft? Boom Neustart. Okay, time to get serious. Best ride to the airport. Auf dem Costey fliege ich mit Lufthansa und brauche nicht mal selbst zum Flughafen fahren. Während auf der Mate, da fahre ich eigentlich nur hin, um Leute abzuholen. Und zwar im Überfluss wird auch noch mit Negativschlagzeilen aus der Kronen Zeitung bombardiert. Boom, Costey. Und der letzte und wichtigste Punkt. Beste Zugabe. Nun am Costey hat Iron Attack einfach noch drei Lieder gespielt. Werd auf der Mate, hört euch das am besten selbst an! Wop, 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 it's my Gangnam Style. Wop, 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 it's my Gangnam Style. So last point goes to Made in Japan! Damit haben wir einen Gleichstand, so wie letzte Woche und die Woche davor. Und die Woche vor der Woche davor, wieder 5 Minuten meines Lebens, die mir kein Schwein zurückbringt. Unentschieden? Ja, war so klar. Du kannst einfach nicht Con mit Con vergleichen. Das ist so, als würde man Äpfel mit Gefriertrocknern entbinden. So, aber als nächstes habe ich für euch eine besonders funkige Platte aus den späten 70ern. Und dazu semmelt euch die Crew ein paar flotte Sprüche in den Gehörgang. Mit Conventions verhält es sich im Grunde so wie mit diesen alten Fischer-Geschichten. In der Review wirken sie alle größer, als sie eigentlich waren. Besonders dann, wenn man ein Weitwinkelobjektiv verwendet. Das ist zwar unvorteilhaft für die Proportionen der Cosplayer, aber das Gute ist, man muss nicht so viele Fotos machen und hat endlich wieder Zeit für die wesentlicheren Dinge. Ich hab Zeit. Nachher kommt Cosplay, das ist unwichtig. Nein, nein, ernsthaft, ihr müsst mir glauben, Live-Cosplay-Auftritte, das schaut sich niemand mehr an. Wer hat noch nie die DCM gesehen? Ach du Schott! So was macht man heute im Internet, 3 Wochen nach der Veranstaltung. Zum Beispiel bei Moonflow, weil trotz entsprechender Aufkleber hat man den Chris und sein Team doch wieder aufs Gelände gelassen. Die Frage, die bleibt, ist, was macht man jetzt mit so viel Freizeit? So this is the plan, see? We get under the manhole, you know what I'm saying? Yeah, yeah, yeah. Then we snatch the bagel from underneath. Yeah, it's beautiful. Gut, man könnte ein bisschen mehr Zeit im Hotel verbringen. So, ich bin jetzt im Hotel angekommen. Die Zimmernummer ist relativ einfach zu merken. Es ist die 1. Wie viele Zimmer hat das Hotel? Mit der 1 mit? Ja. 1. Karten spielen, ein Cosplay ausleihen oder vielleicht wieder mal vernünftig essen gehen. Aber vergesst nicht. Wer selbst im Glashaus ist, soll nicht mit Schweinen werfen. Haha. So, jetzt gilt's. Begriffe raten. Okay, ein Wort. Mikrofon. Handgurke. Schuhe. Kugelkopf. Niere. Anzünden. Beten. Flehen. Da. Was war's? Na, Kanal öffnen. Kanal öffnen? So stellt man doch kein Kanal öffnen da. Ich hab einen. Guten Witz. Ja, danke für dieses Mitleidsklapp. Bitte! Jederzeit wieder. ADHSJ is now broadcasting in Triophonie. Und. Ja, das macht die Videos aber auch nicht besser. Und was die Bilder betrifft, unsere Fotoecke war weder am Costey noch auf der Mate ein Erfolg. Vielleicht hätte man es nicht direkt am Flughafen aufstellen sollen. Zumindest können wir uns mit den Ehrengästen über diverse Unzulänglichkeiten hinwegtrösten. Auf der Mate war das zum Beispiel Scirocco. Hier sehen wir Scirocco auf der Mate in Japan in ihrem Madoka-Cosplay. Und wenn sie es mal nicht trägt, dann parkt sie es hier. Und am Costey Shinji Schneider. Wobei, das soll eine ziemliche Diva geworden sein, was man so hört. Ja, da kommt ja noch, da kommt die Olga, mein Wasser! Und wir wussten, wir treffen in einer Woche unsere Bordjungfer, die daran arbeitet. Aber nee, eine Woche, das dauert viel zu lange. Wir wollen das jetzt. Schick uns das sofort per Post zu, wir zahlen es, egal, schick uns das. Und sie schickt uns das Kleid zu. Mit denen hier. 11 Tage. Um ein Paket über 300 Kilometer entfernt zu transportieren. Bitte, wie gesagt, keine Ursache. Zurück an den Absender.
Guckst du, ich habe endlich eine Rolle fürs Cosplay-Poster gefunden. Aber ein bisschen teuer war die schon. Edi, das ist Warbless. So, und falls ihr euch jemals gefragt habt, wo in der Früh immer diese kleinen Schokostückchen am Kopfkissen in den Hotels herkommen. Ich weiß, egal was ihr jetzt dazu sagt, aber es war sehr niedlich. Eine Deutschland-Cosplayerin und eine Italien-Cosplayerin küssten sich. Und da sagten wir, hihi, die küssen sich. Und da sagte ein Kumpel von uns, ach nein, das ist bestimmt nur Mund-zu-Mund-Propaganda. Da sieht man es wieder mal, die schönsten Geschichten schreibt eindeutig das Leben. Wie man A4 auf einem römischen Ziffernblatt schreibt, naja, nicht so. Aber alles in allem waren es doch wieder zwei gelungene Veranstaltungen. Auch wenn ich dem Taxifahrer hätte sagen sollen, geh bitte fahr uns doch da raus. Wisst ihr, manchmal wundert es mich, dass uns noch keiner gelünscht hat. So wie wir die Leute immer veräppeln. Aber scheinbar hat der Edi immer eine gute Exit-Strategie im Ärmel. So Stealth-Shooter sind jetzt eigentlich nicht so mein Ding. Aber manchmal braucht man auf einer Convention auch gewisse Taktiken, um durch den Tag zu kommen. Bereit für einen harten Tag, Agent? Der erwartet Sie nämlich auf dieser Convention. Ich gebe Ihnen nun ein paar Tipps, die sich als hilfreich erweisen könnten, um die vor Ihnen liegenden Aufgaben zu erfüllen. Die Wahl der richtigen Ausrüstung ist entscheidend für den Erfolg Ihrer Mission. Nicht immer ist die größte Kanone auch die beste. Ebenfalls zu beachten, die Wahl des richtigen Schuhwerks. Und halten Sie um Himmels Willen Ordnung in Ihrer Ausrüstung. Die Suche nach Gegenständen kann Ihnen wertvolle Sekunden kosten. Achten Sie auf gekennzeichnete Sperrzonen. Sie sind möglicherweise vermint. Agieren Sie stets im Verborgenen. Denken Sie daran, Schatten sind Ihre Freunde. Bleiben Sie unentdeckt und nutzen Sie herumstehende Objekte zu Ihrem Vorteil. Sollten Sie dennoch einmal entdeckt werden, denken Sie im Nahkampf daran, die Deckung oben zu behalten. Achten Sie außerdem auf versteckte Sicherheitskameras. Sie verraten dem Feind Ihre Position. Und denken Sie daran, nicht immer ist der frontale Zugriff die beste Lösung. Sollten Sie einmal Schwierigkeiten bei der Erfüllung Ihrer Aufgabe haben, suchen Sie nach alternativen Routen und Möglichkeiten. Seien Sie kreativ und nutzen Sie das Element der Überraschung zu Ihrem Vorteil. Alter! Denken Sie immer daran, die Technik will Ihnen nichts Gutes und sie wird Ihnen Stolperfallen legen, wo sie nur kann. Rauchen schadet übrigens Ihrer Gesundheit und gibt Damage over time. Sieht aber cool aus. Türen treten Sie am besten nicht mit dem Messer, sondern mit dem entsprechenden Soundclip ein. Und geraten Sie nicht in Panik, sollte der Hauptschirm einmal nicht öffnen. Denn geraten Sie in Panik, sind Sie so gut wie tot. Hey Scheiße, jetzt haben Sie mich entdeckt. Verdammt! Tja, sieht so aus, als hätte er Edi wieder mal schwach angefangen und stark nachgelassen. Und er wird auch nie fertig mit seinem Kram. Die ganze Con ist am Abbauen und er macht Interviews. Ja, und am Cosday ein ganz besonderer Freund unserer The Con is High School. Hier ist Shinji Schneider. Hallo. Servus, grüß dich. Hallo. Du hast auf dem Cosday jetzt dein Programm wieder vorgeführt, Just Married. Genau. Und wir waren ja auch bei der Hochzeit dabei und ich habe da jetzt noch die ein oder andere Frage für danach, was passiert ist eigentlich. Meine erste Frage ist, wurde einer von diesen Luftballons gefunden? Genau genommen haben wir 5 von diesen Luftballons gefunden, wobei nur bei 3 überhaupt noch die Adresse dran war, von wem sie kam. Also ein Zettel, der war noch so klein. Also zur Erklärung, es wurden Luftballons verschickt, die einen Zettel dran hatten. Und es war bis zum Ende nicht klar, wenn der Zettel kommt, müssen die uns was schenken oder müssen wir denen was schenken. Es wurde zweierlei draufgeschrieben. Wir haben einen Zettel zurückgekriegt, der war super. Da stand von Hand draufgeschrieben, für mich bitte 2 Flaschen Wein. Liebe Grüße, der Finder. Stimmt, wir haben dem noch immer den Wein nicht gebracht, das müssen wir nachholen. Also es wurde was gefunden, aber es kam zu keinem Ergebnis. Bis jetzt noch nicht. Wir haben auch bis jetzt die Fotos nicht hochgeladen. Wir sind unglaublich schlecht. Okay. Gut, die nächste Frage ist, wann kommt dieses Büchlein zum Reinschreiben?
Wir müssen da, glaube ich, mal bei meinen Eltern nachhaken. Das ist irgendwo in unserer Großfamilie verschollen. Aha. Das ist das Problem. Ich meine, wir waren 60 Leute an der Hochzeit und davon sind etwa 30, 35 engste Verwandtschaft. Und irgendwo in dieser engsten Verwandtschaft ist dieses Buch. Aber es existiert und es ist im Umlauf. Wahrscheinlich hat es nur irgendjemand irgendwo liegen lassen und vergessen. Okay. Und die letzte, die wichtigste Frage. Hat sich das Hotel bei dir nochmal gemeldet? Nein! Gott sei Dank! Ja, wir wissen das deine Zuseher bereits, was ihr da angestellt habt. Nein, aber zur Erklärung, er hat uns das Hotel bezahlt für die Hochzeit und wir waren zu viert in einem Raum, das war ein großes Hotelzimmer, war schön. Und am Montag, glaube ich, war uns total langweilig, bevor wir dann alle wieder heimgefahren sind. Und wir haben angefangen, jeden beweglichen Teil, den im Hotelzimmer ist, egal ob es jetzt die Fernbedienung ist, Glühbirnen, irgendwelche Serviettenteile von der Kaffeemaschine, auch die Klobürste, in den Hotelsafe zu sperren, den Hotelsafe zu verschließen, die Kombination auf einen Zettel geschrieben, den an den Hotelsafe gepinnt mit der Aussage, ja, es hat uns sehr gut gefallen, die Kombination ist sowieso, wir haben alles im Hotelsafe eingesperrt, weil die Putzfrau klaut. Wir haben nichts von Ihnen gehört, aber es könnte auch daran liegen, dass wir Ihnen mehr bezahlt haben, als die eigentlichen Kosten gewesen wären. Wir haben aufgerundet, vielleicht deswegen. Vielleicht sind Sie es aber auch einfach schon gewohnt. Ja, ich super. Glaube, nee, an euch gewöhnt man sich nicht. Aber okay. Es war wunderschön, müssen wir irgendwann mal nachholen. Dein Programm war auf jeden Fall große Klasse. Ihr könnt das auch sicher irgendwo auf YouTube finden. Vielleicht blende ich einen Link jetzt unten ein. Ist irgendwo ein Link hier? Ja, irgendein Link finde ich sicher. Irgendwo ist sicher immer ein Link. Und dann natürlich noch, du hast gesungen, das hat mich sehr gefreut, Letzte Einhorn, das ist The Last Unicorn. Mhm. Und wir haben uns angeguckt, The Last Unicorn auf Blu-ray. Das gibt's ja jetzt, das ist ein qualitativ schöner Unterschied. Und da ist auch die schweizerdeutsche Tonspur drauf. Oh Gott, ihr habt die schweizerdeutsche drauf. Natürlich. Und kennst du den Bösewicht, wie heißt er? Haggard, ne? Haggard, genau. Und der spricht da das immer alles selbst. Das ist ja Sir Christopher Lee, es ist richtig. Ja... Deine Augen, warum kann ich mich nicht sehen in deinen Augen? Ich liebe diesen Kerl, seine Stimme verursacht bei mir aus Prinzip einen Orgasmus. Und das Beste ist ja diese eine markante Szene, wo er sagt so, do not mock me. Ja? Heißt auf Deutsch, spotte nicht über mich. Ja. Und auf Schweizerdeutsch, schimpf nicht über mich. Oh Gott, ich habe sie nicht auf Schweizerdeutsch angesehen. Musst du machen. Das ist so wie Asterix und Obelix auf Schwäbisch. Das will ich nicht sehen. Okay, musst du ja auch nicht angucken, aber wie gesagt, tolles Programm, tolle Stimmung. Und okay. Wo werden wir dich das nächste Mal wiedersehen? Das Problem ist, ich bin bei einigen Cons immer noch im Gespräch, mal am Gucken, aber ich habe noch von keiner Con offiziell eine Antwort gekriegt, deswegen kann ich noch nichts sagen. Die Frage ist, vielleicht ist es schon offiziell, wenn ihr es veröffentlicht, dann kann ich auch sagen, ja. Aber im Moment ist leider, ich warte immer bei Cons ankündigen, bis quasi die Con selbst auch gesagt hat, ja, der kommt. Ist einfach fairer auch gegenüber den anderen, die nicht kommen und so. Aber was ich sagen kann, ist, ich habe mich bei der Nietzsche beworben. Und hinfahren werde ich garantiert. Ob ich auftrete, ist eine andere Geschichte, aber hinfahre ich eh. Und eventuell noch J-Con dieses Jahr in Merzig im Saarland. Und das müssen wir auch nochmal gucken, eventuell auch die U-Con in Solingen. Da war ich Anfang des Jahres schon mal und die sind Ende des Jahres nochmal. Mhm. Das sind so die drei Cons, bei denen ich momentan im Gespräch bin. Im Moment genieße ich, dass ich jetzt einfach mal anderthalb Monate keine Con habe. Ich war in diesem Jahr bereits in Dresden, in Hamburg, in Ludwigshafen, in Winterthur, in Solingen, in Wiesbaden, Mainz-Kastell und in Frankfurt. Kannst du bald deinen deutschen Pass beantragen, dann so oft wie du hier bist? Wir haben uns schon überlegt, ich könnte im Lotto gewinnen und mir eine Zweitwohnung in Deutschland kaufen. So am besten so Region Frankfurt, weil das ist so am zentralsten. Deckt alles ab. Okay, und falls wir dich nicht mehr auf der Con sehen, sehen wir dich spätestens bei der Die Großen, die Con ist heiß, Weihnachtsfeier dann im Dezember. Oh, wo ist denn die? Weiß ich nicht, ich habe das jetzt gerade erfunden, aber wünsche dir noch viel Spaß am Cosday und wir sehen uns. Oh. Ciao. Tschüss. Tja, der Shinji, der singt eben nur ganze 2 Oktaven. Und die sind wie unser Niveau. Tief und noch tiefer.
Na gut, dann eben 3 Oktaven. Aber wie sagt er so schön? We are the con. Einer für alle und nix für ungut. So, jetzt ist es aber schon wieder kurz auf Schnapp und ich gebe rüber ins Nachrichtenstudio zu meinem Kollegen Egon Dichtinger. Egon, sag an, was ist Schreckliches passiert in der Welt? Danke, Rick. Viele europäische Städte beklagen einen massiven Anstieg der Ruhestörung und der Lärmbelästigung durch Zuzug einer Anime-Convention. Gerade die nächtlichen Musikeinlagen, welche in der Regel geprägt sind von schrillem Gesang oder hartem Rock und Roll, sind den örtlichen Anwohnern ein Dorn im Auge. Besonders Ladenbesitzer und Thermalbäder in unmittelbarer Nähe klagen über einen massiven Einbruch der Geschäfte. Eine Kassiererin, die anonym bleiben wollte, wir sehen sie dennoch hier in dieser Weitwinkelaufnahme, ist der Meinung, die bunten, kostümierten Leute würden die Kundschaft abschrecken, ihre Samstagseinkäufe zu tätigen. Der Bürgermeister der örtlichen Gemeinde schildert uns nun sein erstes Zusammentreffen mit den Kongängern vor rund 2 Jahren. Merkwürdig kostümierte Menschen gesehen, junge Menschen fröhlich, komisch angezogen, keiner wusste, was los ist, Sicherheitsdienst. Irgendwas da los? Keine Ahnung. Ein Sündenbock war bald gefunden. Man weiß auch gar nicht, welche Drogen ihn nehmen, aber die müssen gut sein. Und wie es sich für einen echten Politiker gehört, hat er für die Betroffenen auch sofort einen Ratschlag parat. Versucht dem einen oder anderen ängstlichen Gesicht die Angst zu nehmen und zu sagen, hey, wir machen nichts. Doch nicht alle sehen die Lage so gelassen wie die Bediensteten der Stadt Frankfurt. In Neustadt, Österreich zum Beispiel, bleiben im nahegelegenen Stadttheater seit dem Umzug der Made in Japan die Stühle leer. Der Intendant beklagt, das Programm der Convention wäre so laut, man könne es sogar während der Vorführungen hören. Wir waren mit einem Kamerateam vor Ort und haben uns angesehen, ob es vielleicht schon bald zur Eskalation der beiden Streitparteien kommt. Soweit zum Aktuellsten, das alles und vieles mehr dann in den Nachrichten um Punkt Schnapp und damit wieder zu dir, Rick. Tja, Pech für Egon, trotzdem danke! Yo, Party People, das war's schon wieder für diesmal mit Recap. Mein Name ist Rick App und nur bei mir gibt's das Beste aus den 70ern, den 80ern und natürlich die Conventions von gestern. Aber bevor ich gehe, noch ein mega Spruch zum Klugscheißern für euch. Jetzt geht's rund, sprach der Papagei und sprang in den Ventilator. Also, tschüssinger und stay funky, euer Rick.